ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Ah, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Ich möchte Sie erinnern, dass wir nachher drei Bewerber für unsere Sportlehrerstelle erwarten. Mein Name ist Halle, ich möchte mich Ihnen vorstellen. Ich denke, ich spreche im Namen der Kinder und des Kollegiums, wenn ich Sie als Sportlehrer auf Schloss Einstein herzlich willkommen heiße. Denkt ein bisschen an mich, wenn ich da oben im Flieger sitze. Nicht nur dann. Und grüß Karin von mir. Ich muss dann mal. Mach's gut. Das war's dann wohl. Was ist? Hast du was vergessen? Ja. Was? Das. Wer bist denn überhaupt? Das ist Doro. Sie hatte mit meinem Bruder eine Begegnung der blauen Art. Ich hätte da was für euch. Und was? Zum Beispiel Namen und Adresse von dem Typ, den ihr sucht. Worauf wartet ihr? Braucht ihr eine Einladung? Von dir bestimmt nicht. Denkt ihr, was ich denke? Papageien. Wir haben sie. Irrtum. Wir haben euch. Ich wette, das sind sie. Ich glaube, wir sollten uns in Ruhe unterhalten. Aber wir wollten doch nur unseren Ball holen. Erzählt das, wem ihr wollt, aber nicht uns. Habt ihr euren Eltern gesagt, dass ihr hier seid? Nein, natürlich nicht. Wissen Sie was? Am besten holen Sie die Polizei. Die kann sich hier gleich mal im Schuppen umsehen. Das könnte dir so passen. Ich gehe schon mal der Polizei Bescheid sagen. Da! Kleine Biest hat mich du gebissen. Bleib schön hier. Los, haut ab. Ich schaff das schon allein. Sie lassen besser die Polizei aus dem Spiel, sonst seht ihr eure Freundin nie wieder. Ein Biest. Wo ist das Mädchen? Oh, die krieg euch schon wieder. Na, hier irrt der Autor aber beträchtlich. Halt. Ach, Sie sind das. Was machen Sie noch hier um diese Zeit? Herr Pasulke, kommen Sie doch bitte mal her. Wo haben Sie diesen alten Plan ausgegraben? Den habe ich noch nie gesehen. Aus meinem Privatarchiv. Schauen Sie mal, was glauben Sie, ist das? Ja, der Grundriss von Schloss Einstein, würde ich sagen. Richtig, aber ich meine diese beiden Zeichen. Keine Ahnung. Vielleicht waren da mal Gefängniszellen. Ja, oder Klos. Naja, vielleicht hat da auch nur später einer drin rumgekritzelt. Ja, derselben Meinung bin ich auch. Aber ich halte das nicht für allgemeine Kritzeleien, sondern ich halte es für Geheimzeichen. Aha. Und was haben diese geheimnisvollen T's zu bedeuten? Ich versuche Ihnen das mal zu erklären. Es gibt Untersuchungen darüber, dass die Menschen in grauer Vorzeit, wenn eine Burg belagert wurde, ihre Schätze in Kellern versteckten und diese Stellen dann so tarnten, dass sie der Feind, wenn er die Burg erobert hatte, nicht finden konnte. Sie meinen, hinter diesen beiden Zeichen könnten Schätze stecken? Ja, das ist doch gut möglich. Und schauen Sie mal hier. An diesen beiden Stellen befanden sich einmal Zahlen. Ja, und was hatten diese Zahlen zu bedeuten? Wenn zum Beispiel hier eine 5 steht und da stünde eine 3, könnte es doch bedeuten, dass das heißt, man muss 5 Meter nach hinten gehen und 3 Meter nach rechts. Und da befindet sich dann der Schatz. Naja, aber da hätte doch auch eine 9 oder eine 8 stehen können. Richtig, Herr Pasulke. Und genau das ist das Problem. Wissen Sie was, ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn Sie es mal mit einer Wünschelrute versuchen würden? Aber Herr Pasulke, derartig unwissenschaftliche Methoden taugen doch nichts. Naja, wie Sie wollen. Aber eine Tante meiner Tante, die hat nicht weit von hier so einen Laden. Ach, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Da wäre ich mir an Ihrer Stelle nicht so sicher. Nein! Ach, wann? Soll ich euch jetzt etwas bringen? Danke, später vielleicht. Wir können doch Doro jetzt nicht hängen lassen. Wir sollten wirklich zur Polizei gehen. Du hast doch gehört, was der Typ gesagt hat. Ich hab's. Was hast du? Ich weiß, wie wir Doro retten können. Hiermit. Sollen wir damit die Typen verhauen? Mamma mia! Was ist das hier für ein Spektakel? Das seid ihr verrückt geworden! Im Gegenteil, das brauchen wir, um Doro zu retten. Was ist denn mit Doro? Nichts. Der Stubenarrest. Ja, ihr Vater will sie nicht rauslassen. Können wir das haben? Nur für 2 Stunden. Kapische! Ihr wollt so lange Lärm machen, bis der Vater sie gehen lässt.
Doro? Du? Hallo, schöne Grüße vom Zahnkönig. Dachte ich mir doch, dass sie hier steckt. Guten Morgen. Schon wieder oder immer noch hier? Schon wieder. Mir reichen 5 Stunden Schlaf. Herr Dr. Wolfert, ich war heute bei der Tante meiner Tante. Sie wissen schon. Bitte? Na ja, hier. Absolut neu. Ungebraucht. Ach so. Ja, das meinen Sie. Aber ich habe Ihnen doch gesagt, verehrter... Ja, ich weiß, ich weiß. Aber probieren geht über studieren. Ja, legen Sie das Paket irgendwo hin. Muss ja nicht jeder sehen, nicht? Ja, danke, Herr Pasulke. Ich werde mich darum kümmern. Später. Ja, also dann, Herr Dr. Wolfert. Guten Morgen. Ich muss Ihnen unbedingt etwas erzählen. Ich habe gestern einen Brief von der Jury bekommen und... Oh, pardon. Ich hoffe, Sie hatten nichts in Ihrem Mantel, was kaputt gehen kann. Was ist das denn? Ach, nichts Besonderes. Das hat der Herr Pasulke dahin gelegt. Und was ist da eigentlich drin? Nichts Besonderes. Der Herr Pasulke sprach von einer Art von Wünschelrute. Was wollen Sie denn mit einer Wünschelrute? Suchen Sie eine Wasserader? Nein, wie kommen Sie denn darauf? Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Herr Pasulke Ihnen so mir nichts, dir nichts eine Wünschelrute hingelegt hat. Nein, aber ich habe dem Herrn Pasulke erzählt, dass ich in einem alten Plan des Schlosses Einstein ein paar geheime Zeichen entdeckt habe. Und jetzt wüssten Sie natürlich gerne, ob sich dahinter ein Schatz verbirgt. Ich befürchte, mit diesem Ding hier wird das wohl nichts mehr werden. Ja, da werden Sie wohl recht behalten. Wissen Sie, diese neumodischen Routen taugen sowieso nichts. Meine Großmutter hat immer erzählt, richtige Wünschelruten müssen aus Haselnussholz sein, das um Mitternacht geschnitten wurde. Ach, ich wusste ja gar nicht, dass Ihre verehrte Frau Großmutter eine Art von Hexe ist. Ich bitte Sie, Wünschelruten laufen hat doch nichts mit Hexerei zu tun. Naja, aber mit ernsthafter Wissenschaft doch wohl auch nicht. Warten Sie mal. Ich glaube, ich habe noch eine von meiner Großmutter zu Hause. Wissen Sie was? Ich habe nachher eine Freistunde, da gehe ich sie Ihnen holen, ja? Also, wer von euch kandidiert? Mein großer Bruder war schon mal Schulsprecher, der hat gesagt, das bringt mir Ärger. Aber irgendjemand muss es machen, sonst können wir gleich hinpacken. Stimmt, Josephine hat recht. Ich finde, so ein Schulsprecher ist ganz wichtig. Du erfährst früher als die anderen, was in der Schule los ist. Du bist Mitglied der Schulkonferenz und das will meinen heißen Draht zu den Lehrern. Wenn du sagst, dann meinst du doch nur ich. Na und? Ich werde auf jeden Fall kandidieren. Du kannst ja gegen mich antreten. Mach ich auch. Wie? Heißt das, du kandidierst auch? Klar, vor Anna Schulsprecherin wird, mache ich das lieber. Am besten sag dir schon mal, was ich durchsetzen soll, wenn ich Schulsprecherin bin. Die Klassenarbeiten müssten mindestens 2 Wochen vorher angekündigt sein. Vielleicht sorgst du dafür, dass sie ganz abgeschafft werden. Und Donnerstag und Freitag hausaufgabenfrei. Thekla, schreib mal bitte mit. Ich? Ja. Hiermit ernenne ich dich zu meiner persönlichen Assistentin. Ich finde, wir sollten öfter Klassenfahrten und Schulfeste veranstalten. Und mehr Computer brauchen wir auch. Dafür werde ich schon sorgen. Moment mal. Gibt es noch andere Kandidaten? Ich glaube, Philipp hat sich gemeldet. Und Philipp, hast du Lust? Vielleicht sollten wir Herrn Lowitz erstmal testen, ob es wirklich sein Papagei ist. Und wie? So. Was soll das denn werden? Ganz einfach. Wir lassen ihn erstmal beschreiben, wie sein Papagei aussieht. Ich glaube, Sie kommen. Hallo. Hallo. Das ist Herr Lowitz. Vielen Dank, dass ich bei euch vorbeischauen darf. Giovanni hat mir erzählt, dass euch ein Papagei zugeflogen ist. Wo ist er denn? Ah, da. Darf ich? Augenblick mal. Welche Farbe hatte denn hier Papagei? Hatte? Na, du bist gut. Ich hoffe, dass mein Admiral Nelson noch lebt. Kevin meint natürlich hat. Grau-blau. Kann die Papagei denn sprechen? Er kann Heinz sagen, so heiße ich nämlich mit Vornamen. Und Ahoi. Ja, dann ist das wohl nicht die Papagei, denn der kann nur Otto sagen. Nein, das ist leider nicht mein Admiral Nelson. Schade. Aber sieh mal, der hat gar keinen Ring an seinem Fuß. Das ist ja seltsam. Vielleicht wurde er ja illegal aus Südamerika eingeführt. Das glaube ich nicht. Dieser Papagei hier ist an Menschen gewöhnt. Oder er stammt aus einer illegalen Zucht hier in Deutschland und hat deshalb keinen Ring. Ich glaube, er ist einfach nur gestohlen worden. Wirklich? Ja, wir haben da so einen Schuppen entdeckt, wo Papageien drin sein könnten.
Und wo denn? Nicht weit von hier. Wartet doch mal, ihr verratet doch alles. Also, ihr müsst nicht weiterreden. Aber wenn ich euch helfen kann, bin ich gerne dabei. Vielleicht ist mein Admiral Nelson ja auch in diesem Schuppen. Wo bleibt eigentlich Doro? Sie müsste doch schon längst hier sein. Ich rufe sie gleich mal an. Außerdem schlage ich vor, was haltet ihr davon, wenn wir einen Schüleraustausch mit einer Schule in England machen? Am besten mit einem Internat, das auch in einem Schloss ist. Vielleicht treffen wir ja das Gespenst von Canterville. Wie wär's, wenn du dich für längere Weihnachtsferien einsetzt? Wieso das denn? Dann könnte ich bei meiner Familie länger auf dem Kahn bleiben. Habt ihr auch einen Eisbrecher? Nee, seitdem es das Ozon noch gibt, friert die Elbe eh nicht mehr ein. Danke für den Tipp, Henrik. Ich finde, wir sollten noch etwas für unsere Umwelt tun. Ihr könnt ja Kröten über die Straße helfen. Oder Kaulquappen füttern. Ihr meint wirklich, dass sie hier drin sind? Ach, glaubt ihr immer noch, wir hätten da drin geklaute Vögel versteckt? Ja. Ich finde es eine Unverschämtheit, uns so zu verdächtigen. Und, was haben Sie in Ihrem Schuppen? Nur ein paar alte Sachen, oder? Pardon, mein Name ist Lowitz. Die Kinder meinen aber etwas anderes. Na, da geht wohl Ihre Fantasie ein bisschen mit Ihnen durch. Wenn Sie wollen, können Sie gern selbst gucken. Ja, gerne. Darf ich bitten? Danke. Ihr wartet hier. Mit euch hatten wir schon genug Ärger. Kommt, wir sehen uns hier mal um. Doro hat recht, worauf wartet ihr noch? Na, du stehst am besten schmieren. Ich hab meine Taschenlampe. Sicher. Bitte. Und, hast du schon was gefunden? Ja, eine Feder. Könnte auch von einer Taube sein. Achtung, sie kommt! Na, was gefunden? Nichts. Jedenfalls keine Papageien. Sind Sie sicher, dass Sie richtig geguckt haben? Na, hört mal, euer Opa ist doch nicht blind, oder? Tun Sie mir einen Gefallen. Nehmen Sie Ihre Enkel und sorgen Sie dafür, dass die hier nie wieder auftauchen. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Nichts für ungut. Kommt. Na los. Augenblick mal. Ihr wart dort zu viert. Entschuldigung, ich musste mal ganz dringend. Komm. Nanu, so allein? Hallo Giovanni. Ich wollte mit dir was besprechen. Wir werden ja bald unseren Schulsprecher. Und ich kandidiere. Dann gratuliere. Und wer bewirbt sich noch? Ach, nur noch Elisabeth. Aha, und was habe ich mit eurer Wahl zu tun? Ich dachte, du könntest mir vielleicht bei meinem Wahlkampf helfen. Dir helfen? Soll ich auf deiner Wahlparty singen? Oh, Sole. Nee, nee, das nicht. Aber du könntest vielleicht mein Sponsor werden. Ich dein Sponsor? Da hast du dir ja den ärmsten Unternehmer weit und breit ausgesucht. Wie stellst du dir das vor? Ich dachte da an ein paar Getränke und ein paar Tüten Popcorn. Dafür sag ich auch, wo die her sind. Dann kommen alle Schüler von Schloss Einstein nur noch zu dir. Mhm. Das glaubst du doch selbst nicht. Doch. Wenn ich sage, dass du meinen Wahlkampf unterstützt. Und was ist mit den Wählern von Elisabeth? Die sehe ich dann nie wieder. Giovanni, bitte. Gut, ich mache dir einen Vorschlag. Ich gebe dir zwei Kästen Cola zum Sonderpreis und diese Tütchen Popmais bekommst du umsonst dazu. Hm? Danke, Giovanni. Moment. Dafür sagst du jeden Tag, in jede Stunde, dreimal, dass Giovanni Shakes die Besten sind. Okay. Noch was? Was denn? Sag bitte Elisabeth Bescheid. Sie soll sie bei mir melden und das Gleiche abholen. Eine Unordnung ist das hier. Aber hier müsste es doch sein. Ja. So, jetzt noch einmal totale Konzentration und bleib ganz locker, meine Liebe. Mit wem reden Sie denn da? Offen gestanden mit meiner Wünschelrute, Herr Pasulka, aber ich glaube, sie funktioniert nicht. Ach, ist das die von der Tante meiner Tante? Nein, das ist die von der Mutter von Frau Delling, aber jetzt stören Sie uns doch nicht. Wir müssen uns konzentrieren. Ah, jetzt hat sie gezuckt. Wer? Na, Ihre Rute da. Oh ja, ich glaube, jetzt spüre ich's auch. Sie funktioniert.
Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut, Herr Dr. Wolfert. Hier muss es sein. Ah ja, soll ich mal gucken, ob ich irgendwelche Spuren finde? Oh. Hör auf, du blöder Vogel. Lass ihn, er kann noch am wenigsten dafür. Und was machen wir jetzt? Wie wär's damit? Was ist das denn? Das sind Teile von Vogelringen. Wie wär's, wenn wir eine Runde puzzeln? Der hier müsste passen. Und das Teil kommt da rein. Und das müsste auch stimmen. 3, 2, 4, 5, 8, 3. 4, 4, 3, 7, 8, 7. 2, 5, 2, 3, 2, 4. Hast du 2, 5, 2, 3, 2, 4 gesagt? Wisst ihr was? Das ist der Ring von meinem Admiral Nelson. Also hatten wir doch recht. Ich glaube, wir sollten jetzt so schnell wie möglich die Polizei verständigen. Hoffentlich sind sie noch nicht über alle Berge. Ich habe noch was entdeckt. Hinten im Hof stand ein Lieferwagen. Worauf warten wir denn noch? Einer von uns muss der Polizei Bescheid sagen. Das übernehme ich am besten. Halt! Ihr müsst die Ringe mitnehmen, die brauchen wir als Beweismittel. Los, beeilt euch. Ich komme euch mit dem Wagen hinterher. Hallo? Ist da die Polizei? Ah, hier ist ja wirklich was. Ja, ich räume das mal eben frei. Ja, warten Sie, ich helfe Ihnen. Ich werde mal versuchen, das mit dem Schraubenzieher aufzuhebeln. Ja, und auf die Plätze, fertig, los. Ja. Ja. Ah. Ist das schwer. Ah, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Da kann man Ihnen leider nicht widersprechen. Ja. Scheint nicht besonders tief zu sein. Ja, und was sehen Sie jetzt? Ja, Augenblick, Augenblick. Ja, ekelhaft. Da ist ja wirklich eine Schatzkiste drin. Was? Jetzt übertreiben Sie aber nicht, Herr Basulke. Ja, wahrscheinlich können Sie sich jetzt pensionieren lassen. Mal sehen. Oh, Herr Pasolke, Sie haben recht behalten. Das ist ja wirklich ein Schatz. Obwohl man das Etikett nicht mehr lesen kann, der ist doch älter als 100 Jahre. Ach, meinen Sie, das Zeug ist noch genießbar? Ja, man sagt es ja so im Allgemeinen. Rotwein wird immer besser, je länger er liegt. Na nun, meine Herren, sind Sie dabei, sich heimlich der Trunksucht zu ergeben? Nein. Herr Dr. Wolfert hat nur mit Hilfe der Wünschelrute der Mutter ihrer Mutter diese Flaschen gefunden. Darf ich mal? Vorsicht, nicht schütteln! Oh, herzlichen Glückwunsch. Mit wem wollen Sie die denn trinken? Oh. Vielleicht geben Sie diese Flasche der Tante Ihrer Tante? Danke. Mit dieser Flasche grüßen Sie Ihre Frau Großmutter ganz herzlich von mir. Und diese Flasche werde ich höchstpersönlich wissenschaftlich untersuchen. Entschuldigung, ist das hier die Nummer 22? Nein, hier ist die 27. Und entschuldigen Sie bitte, aber wir haben es eilig. Gut, dass Sie da sind. Das sind die Papageienliebe. Hat euer Vater angerufen? Nee, das war... Doch, doch. Sie müssen die beiden unbedingt festnehmen. Können wir jetzt endlich weiter? Langsam, langsam. Ihre Papiere, bitte. Ja, aber wieso denn? Wir haben doch überhaupt nichts gemacht. Nichts das gemacht. Werden wir ja sehen. Hier, Wachtmeister Fischer, schickt doch mal so schnell wie möglich einen Wagen in die Siedlungsgasse 22. Halten Sie den Dieb, Herr Wachtmeister! Lowitz, ich habe Sie angerufen. Wir vermuten in diesem Fahrzeug gestohlene Papageien. Und der von Herrn Lowitz müsste auch dabei sein. Genau. Hier, die Vogelringe habe ich auf dem Hof gefunden. Langsam, langsam. Würden Sie bitte mal die Klappe öffnen? Aber Herr Wachtmeister, es gibt drin überhaupt nichts. Das werden wir ja sehen. So, so. Und was ist das da? Mein Admiral Nelson!
Halt! Nein, nein! Stehen bleiben! Festival! Hallo Philipp. Hallo. Sag mal, warum hast du denn vorhin einen Rückzieher gemacht? Was denn für ein Rückzieher? Naja, bei der Wahl zum Schulsprecher. Wieso hast du eigentlich nicht kandidiert? Du bist immer so schön ausgleichend. Nee, lass mal. Ich habe im Moment genug zu tun. Siehst du, ich auch. Hey, aber jemand wie du wäre genau der Richtige dafür. Wieso? Naja, du hast doch immer das geschafft, was du schaffen wolltest. Naja, und fair bist du auch. Naja, meistens. Na, siehst du, so jemand wäre genau der Richtige. Nee, lass mal. Gut, dass du das Auto noch rechtzeitig entdeckt hast. Sonst werden die uns wahrscheinlich noch entkommen. Sie haben vielleicht geguckt, als die Polizisten um die Ecke gekommen sind. Na, Grund zum Feiern? Ach, wir haben nur ein paar Diebe gefangen. Ach so, weiter nicht. Boah, das macht sie ja jeden Tag. Giovanni hat recht, wir sollten sowas öfter machen. Wie wär's, wenn wir ein Detektivbüro eröffnen? Oh ja, dann bin ich die Shirley Holmes. Ich komme Kommissar Schimanski. Und ich bin Nick Knatterton. Und aus dir machen wir dann Miss Merkel. Hallo. Hallo, Herr Lovitz. Na, ihr Meisterdetektive? Was reimt sich schon um diese Zeit her, Herr Lovitz? Admiral Nelson schickt mich. Ich hoffe, in freundlicher Absicht. Natürlich, Giovanni. Ich wollte euch nur sagen, euer Otto und mein Admiral verstehen sich großartig. Und das hier ist für euch. Was ist denn da drin? Na, schau doch mal nach. Danke, super. Ist euer Finderlohn. Danke. Okay. Jetzt sag aber nicht, dass das nicht nötig gewesen wäre. Herr Lovitz, die vier haben sich gerade überlegt, so eine Art Detektivbüro zu eröffnen. So eine Art Polizia Animale. Na, das ist doch eine großartige Idee. Polizia Animale? Was ist denn das? Na, Tierpolizei. Das ist kein schlechter Name, oder? Nein, nein, warten Sie mal. Tierpolizei. Polizia Animale? Ich glaube, ich hab's. Wie wäre es, wenn wir uns die Animal Angels nennen? Genau, das ist es. Und mit dem Geld hier kaufen wir uns unsere erste Ausrüstung. Genau. So, zur Feier des Tages. Auf Kosten des Hauses. Bitte schön. Miss Merkel, Miss Shirley Holmes, Herr Nick Knatterton, Herr Schimanski, Hauptkommissar Lovitz. Auf das Wohl der Animal Angels! Und hier ist sie, die beste Kandidatin, die es je für das Schulsprecheramt auf Schloss Einstein gegeben hat. Anna Reichenbach. Wir hatten doch noch nie einen Schulsprecher. Ja, aber im Fernsehen machen wir es auch so. Danke, vielen Dank. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Bedient euch, damit keiner von euch verhungert oder verdurstet. Honor for President! Dankeschön. Natürlich habe ich nicht auf alles eine Antwort. Aber ich denke, es ist an der richtigen Zeit, auf Schloss Einstein endlich mal die richtigen Fragen zu stellen. Und die wären? Warum zum Beispiel erteilen wir unseren Lehrern keine Noten? Gute Idee. Ich wüsste schon, was Wölfchen von mir bekäme. Und wenn sich Leistung lohnen soll, warum bekommen wir dann für gute Noten keine Belohnung? Ja, und wer soll das dann alles bezahlen? Genau das, Luisa, ist die falsche Frage. Die richtige Frage ist, wie bekommen wir Herrn Dr. Stolberg dazu, dass es täglich Cola und Popcorn gibt? Hey! Ich muss euch was sagen. Die Cola und das Popcorn, die sind gar nicht von Anna. Die hat Giovanni gespendet. Dafür hat sie ihm versprochen, euch zu sagen, dass ihr nur noch bei ihm Eis essen werdet. Na und? Gegen solche Methoden trete ich nicht an. Dann wählt eben Anna. Yeah. Hiermit ziehe ich meine Kandidatur zurück. Yeah. Damit ist die Wahl für dich gewonnen. Augenblick. Das ist sie nicht. Ich kandidiere. Alles ist relativ normal. Keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn
denn wir sind die Kings von morgen.